Hallo, liebe Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von, Ja, Avorion Trade. ich bin immer noch auf der Suche nach einem Ausrüstungsstock. Und ich hoffe, dass ich es bald finde. Handelsposten finde ich hier auch massig. Habe ich irgendwas an Bord, was ich kaufen kann? Nein. Wir fliegen hier jetzt die ganzen grünen Punkte ab, suchen hier so einen Ausrüstungsstock, damit ich eventuell meinen Air-Abwrackgeschützturm für Trinium finden kann. Wir hatten ja schon in der letzten Folge einen Abwrackgeschützturm Trinium normal gefunden. Natürlich wäre das auch eine Option. Aber es ist ja nicht der einzige Grund, warum ich einen Ausrüstungsstock suche, sondern weil ich auch gerne meine Upgrades ändern möchte. Damit ich dann auf diesem Schrottplatz nach Schiffen suchen kann, wo Trinium drin ist. Deswegen, ich möchte mir gerne ein Trägerschiff bauen. Und das funktioniert ja nur, wenn ich dementsprechend die Materialien habe. Und wenn ich natürlich auch einen Geschützturm habe, kann ich mir auch in der Fabrik natürlich auch was bauen. Aber ich finde hier nichts. Ganz und gar nichts. Das ist einfach hier wirklich nur ein Farmsektor, wie es aussieht. Wo nicht wirklich viel ist. Ich fliege mal hier, mal dort, mal überall lang, aber ich finde keinen Ausrüstungsdock. Natürlich, meine Stationen, die verkaufen natürlich ordentlich. Goldmine verkauft natürlich Gold, ne? Wasser verkaufe ich die ganze Zeit permanent. Natürlich kaufe ich auch die ganze Zeit Prozessoren auf. Also weiß ich nicht mal, ob ich Plus mache. Eben hatte ich 3 Millionen. Jetzt, ich mache langsam, aber sicher Plus. Wenn natürlich die Prozessoren wieder verkauft werden, habe ich natürlich wieder einiges an Geld. Hier ist noch ein Schrottplatz. Ich irgendwas Lohnenswertes finde, Trinium-mäßig, dann würde ich abwracken. Aber ich sehe hier nichts so. Das ist ein Asteroid. Da ist überall keine Triebwerke mehr dran. Das ist das Schlimme. Nanit, Triebwerke, das brauche ich ja nicht. Brauche Trinium-Schiffe, die ich abfragen kann. Der Rest bringt mir nichts. Dann fliege ich weiter. Da hinten sind noch grüne Punkte, die fliege ich auch erstmal an. Komm, wird berechnet. Berechne. Berechne, 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 berechne. Sprung wird noch berechnet. Sprung wird noch berechnet. Sprung wird noch berechnet. Danke. Sprung wurde berechnet. Ist das noch ein Schrottplatz hier? Noch ein Schrottplatz. Ist der Schrottplatz denn. Es sind hier Gott sei Dank viele Schrottplätze, das muss ich tatsächlich sagen. Aber so wirklich geil ist, habe ich jetzt so nichts gefunden. Also was so geil wäre.
Mineralien. Ein bisschen was gefunden hier. Ein bisschen Fracht fliegt hier rum. Aber sonst nichts Besonderes. Also alte Frachtschiffe. Da will ich hin. Und Sprung wurde direkt berechnet. Das ist hier super. Was habe ich hier? Wir sind nur im Bergbaustadt. Hier noch ein Sektor, da geht es auf jeden Fall wieder rüber. So mehr Richtung Zentrum. Es geht. Aber hier ist auf jeden Fall irgendwas, was ich noch bergen kann. Ein Asteroid wäre hier super tatsächlich. Den würde ich sogar behalten. Oh, da geht es in den gelben Sektor. Hier einen Asteroiden würde ich behalten, tatsächlich. Das ist der, ja. Den hier würde es mir tatsächlich ein bisschen gefallen. Verkaufen. Jetzt müsste auch eine andere Fraktion hier. Ja. Aber das war's dann auch schon. Hier habe ich dann wieder einen Asteroiden. Was sind das hier denn eigentlich für Bergbaudinger? Bleimine. Edelsteinmine S. Edelsteinmine. Erzmine. Kohlemine. Aluminiummine. Ist denn noch alles so oder alles nur so? Alumine, Edelsteinmine, Edelsteinmine, Kohlemine, Erzmine. Öl wäre, glaube ich, interessant. Tatsächlich wäre dann hier eine Öl-Asteroid nicht schlecht. Irgendwer fehlt in den Sektor. Und wird auch in den umliegenden Sektoren gesucht, also so ist er jetzt nicht. Tatsächlich, letzten dieser scheiß genannten Punkte ist natürlich so ein scheiß Ausrüstungsstock, ne? Aber endlich haben wir den Scheiß gefunden. So, Ausrüstung handeln, mein Freund. Was hast du an Geschütztürmen? Trinium-Abwrack-Geschützturm. Du bist doch jetzt mein Freund. Kaufen. Railgun. Geschütztürme nahe Need. Dreifachkanone. Upgrade technisch. Masse des Scanner, warum nicht? Das ist auch nicht schlecht.
Handels-Upgrades ja immer. Hyperraum können wir auch mittlerweile. Generator brauchen wir auch. Können wir auch machen. Bergbausysteme brauche ich jetzt so nicht kaufen. Abwrackjäger. Da hätten wir schon mal einen Abwrackjäger. Aber kein R-Abwrackjäger. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe einen R-Abbaugeschützturm. Und jetzt kann ich auch hier ein bisschen jetzt umbauen. Upgrades entfernen bitte. Dann baue ich, brauche ich einen Bergbau. Fest installiert. Das ist ja super. Überraumding habe ich ja ein richtig gutes drin, ne? Sieht zum Thema Upgrades aus. Da habe ich ja dann noch so eins. Kann ich. Gegen den fest installieren. Wenn ich den entferne, wie sieht es dann aus? Habe ich immer noch genug. Soll ich hier bewaffnete Geschütze oder unbewaffnet? Bewaffnet oder unbewaffnet? Was habe ich hier? Bewaffnet oder unbewaffnet? Entfernen. Unbewaffnet. Bewaffnet. Da habe ich einen guten Mix. Und da kann ich, glaube ich, gut mit arbeiten. Da bin ich jetzt, glaube ich, gut mit dabei, was ich da alles drin habe. Ach was. Entfernen. Installieren. Zeige lokales Angebot und Nachfrage. Okay, nach Wasser 300% Carbon-Prozessoren. Öl, das ist gut. Angebot nix. Das ist schon mal gut. Station verkaufen. Stehen da aber Sektoren bei? Nee, ne? Würde ich tatsächlich mal eben Geschütze alle abbauen und nochmal neu bauen. Was ist das? Das ist ein Frachtraum Naonit. Hier müsste ich mal Frachtraum umbauen. Vom Eisen auch umbauen. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal DPS gesteuert. Tesla. Schienengeschützturm. Doppeltrinium Abwrack. Nochmal Tesla. Eisenabwrack. Nochmal ein Tesla Geschützturm. Need, Abfrag. Doppel-Tesla, Maschinengeschützturm wäre nicht schlecht. Jetzt er abfragt nochmal. 2-Slot-Ding.
Habe ich noch Unbewaffnete ein? Wunderbar. So bin ich waffentechnisch auch stärker geworden. Und kann jetzt auch irgendwo so einen Schrottplatz aufsuchen. Und da dann halt dementsprechend halt ein bisschen farmen. Gucken wir uns mal den Schrottplatz mal genauer an. Ich muss ja näher ranfliegen, damit ich sehe, was da drin ist. Trinium 2000. Naonit Eisen, das ist nicht schlecht. Naonit. Trinium. Naonit. Naonit Eisen. Das sind, manche Schiffe sind ein bisschen mehr, manche weniger. Bisschen Trinium. Naonit. Jo, warum nicht? Für die Stunde bitte. Recycling kaufen für 15 Minuten. Und dann gib ihn hier. Irgendwas, was mich viel bringt. Da. Aber nur weil hier wieder Triebwerke dran sind, ne? Diese Bergbau-Dinge baue ich aber auch bald wieder raus. Ich glaube, so fest installiert brauche ich den tatsächlich nicht. Vor allem, ich brauche auch viel Naonit. So ist das jetzt nicht. Dasselbe wäre natürlich geil, wenn ich das noch mein Trinium finde. Trinium. Wo
Minimal Trinium ist hier drin. Komm, platze. Da ist ein bisschen mehr. Titan. No need. No need. Titan. Ist aber auch schnell abgebaut. Jetzt nicht, wo ich sage, jo, geil, das Frack ist geil. Das ist aber interessant. Nicht geil, aber interessant. So groß. Ist nichts für schnelle Nummer. Jo. Und wieder 5,6 Millionen Credits. Und was gab's? Dreifach Geschützturm. Ja, geht wohl. Irgendwann bricht alles. So, das war's tatsächlich erstmal mit denen. Such natürlich noch ein geiles Schiff. E-1000 now need. Du könntest interessant sein.
Mobile Händler. Was hast du denn? Ausrüstung handeln. Ausrüstung handeln, das haben sie sogar ein Angebot. Aber ich kann es nicht kaufen. Aber dafür hast du andere schöne Dinge, mein Freund. Das hätte ich jetzt gerne gekauft von dir. Aber willst es mir ja nicht verkaufen? Okay, das lohnt sich. So schnell gefarmt. So, nicht schlecht, mein Freund. Ich habe hier vorne doch noch einen Frack gesehen mit ganz viel Naomi dran. Da. Bevor ich in der Allee ausgehe. Kann ich besser hier noch eben schnell abbauen. Bevor meine Zeit hier abläuft. So, wie lange habe ich denn noch? Credits, Gegenstand, okay. Gegenstände gekauft. Postturm. Boston hat alles Mögliche verkauft. Läuft in 2 Minuten ab.
2 Minuten. Zwei Minuten könnte ich da hinten anfangen. Läuft in 60 Sekunden ab. Das sind 30 Sekunden ab. 20 Sekunden. Und 10 Sekunden. Und hat aufgehört. Ja, warum nicht? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Würde ich mal glatt behaupten. Ja, meine liebe Freunde, das war's dann auch mit dieser Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Possi.